sehr. Hallo und herzlich willkommen zur Murtal Classic 2015. Es sind wieder mal sehr viele Teilnehmer mit dabei und in Kürze geht's los hier am Knittelfelder Hauptplatz mit dem Start. Herr Käsbohrer, Sie sind ja schon zum 15. Mal bei der Murtal Classic mit dabei, das heißt, Sie sind ja auch ein Oldie sozusagen. Warum eigentlich? Ja, mir gefällt das Rallyfahren, das taugt mir so und ich will Gas geben. Und auf was für einer Maschine sind Sie unterwegs? Mit einer 250er SGSS. Herr Weiß, warum fahren Sie bei der Murtal Classic heute mit? Ich bin mittlerweile schon das 14. Mal, denke ich, dabei und für mich ist es eigentlich klar, das ist eine schöne Veranstaltung für die Region und da bin ich einfach dabei. Ich habe das Auto vor 25 Jahren aus Irland geholt. Ja, in einem defekten Zustand, aber es war recht original und komplett, aber war natürlich ist vorher 40 Jahre gestanden. Okay. Und haben Sie es dann selber repariert oder reparieren lassen? Ich tue in meinem Hauptberuf Autos restaurieren und habe das für mich selber gemacht dann. Tolle Veranstaltung, wir sind unheimlich stolz, es hat eine massive Außenwirkung. Heuer wird ja das erste Mal auch in Leoben am Hauptplatz Zwischenstation gemacht, das heißt eine gesamte Region ist eingebunden, so viele Teilnehmer wie noch nie, wir sind unheimlich stolz. Natürlich auch von Seiten der Stadt unterstützen wir diese Veranstaltung. Der Dank gilt an alle Verantwortlichen, alle Teilnehmer, wir haben eine Riesenfreude und es wird eine gute und hoffentlich unfallfreie Veranstaltung. Nun in Pölz bei der ersten Zwischenstation angekommen und bis jetzt haben es alle geschafft, denn bei diesen widrigen Verhältnissen ist das ja nicht immer ganz so sicher und wir bleiben für Sie dran. Sie sind ja nicht nur live dabei, sondern moderieren das Ganze auch. Warum? Lass ich mir nicht nehmen als alter Automobilfan, also bei mir schlägt ja wirklich auch das Herz höher und so ein bisschen Benzin fließt auch, glaube ich, in meinen Adern und an solchen Tagen, das sind für mich natürlich Festtage, noch ein bisschen intensiver. Ich freue mich, dass wir heuer wieder Kontrollpunkt und Standort auch der Murtal Classic 2015 sein können und in Summe ein wunderschöner Motorsporttag in unserer Marktgemeinde Pölz-Oberkurzheim. Was für Auto fahren Sie? Ja, das ist ein MGA, Baujahr 1958, mit 65 PS etwa. Und er ist fast in einem originalen Zustand und ich habe ihn inzwischen fast 20 Jahre lang. Liebe Zuseher, da es in diesem Jahr so viele Teilnehmer sind bei der Murtal Classic 2015, können wir leider nicht alles in eine Sendung packen. Deswegen geht es nächste Woche weiter mit dem zweiten Teil und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch da wieder einschalten.